eine Wanderung mit Freunden auf die Kurzalm. Ja, die Corona-Zeit und die damit verbundenen Gegebenheiten sind noch nicht vorbei. Sie wurden aber gelockert und wir sind wieder unterwegs in den Bergen. Heute heißt es für uns, auf geht's zur Kurzalm. Erste Etappe, die Dionysenkirche. Von unserem Wohnort Leoben mit dem PKW in einer halben Stunde Fahrzeit zu erreichen. Nach dem Eintreffen beim Parkplatz der Kirche wollten wir natürlich auch die Kirche von innen kurz besichtigen. Die vielen bei der letzten Renovierung im Inneren der Kirche freigelegten Fresken sind, wie wir aus berufenen Munde der Kirchenaufsicht erfahren konnten, unbekannten Datums. Man glaubt an keltischer oder römischer Ursprungszeit. Sicher weiß man das aber nicht. Dann wurde es für uns ernst mit dem Wandern. In 3 Stunden, so hofften wir, haben wir unser Ziel am Bergkamm, die Kurzalm, erreicht. Der Weg geht vom Parkplatz des Kirchleins so circa 1 Stunde ohne wesentliche Steigung im gemütlichen Schritt durch den Wald zum Kotzgraben. Dabei passieren wir eine der schönsten Wohnparadiese der Umgebung. In einer unglaublichen Stille, mitten im Wald und von fleißigen Händen wunderschön gepflegt. Von der Kreuzung beim Kotzgraben geht es entlang der Kotzgrabenstraße noch einige hundert Meter weiter bergaufwärts und dann nach rechts über einen bewirtschafteten Wiesenhang zum Kreuzecker Kreuz. Ab dieser Kreuzung beginnt der Weg steiler und anstrengender zu werden. Bei der Kreuzecker Kapelle oder Kreuzecker Kreuz
trennen sich die Wege einerseits zu Kozalm und andererseits zu Maraek. Die Wege sind bei jeder Kreuzung gut beschrieben und markiert. Ein stiller Waldweg, in dieser Zeit kaum begangen. Nach ca. 80 Minuten Gehzeit kommt man aus dem Waldgebiet heraus und kann man in einigen hundert Meter Entfernung auf einem Wiesenhang freistehend unser Ziel, die Kozalm, sehen. Für uns gerade zur rechten Zeit, denn der Hunger und der Durst hat sich bereits gemeldet. Auf der Alm waren außer den Wirtsleuten kaum Personen anwesend und der Corona-Elefant konnte leicht eingehalten werden. Das Essen, eine Brettljause und ein Bier war gut und ausreichend, sodass wir alle gut gelaunt und zufrieden wieder den Heimweg antreten konnten.
Der Weg zurück war der gleiche wie bergauf, nur die Kamera befand sich jetzt im Rucksack. Müde von der dreistündigen Bergaufwanderung, das waren unsere Damen nicht. Ein Duell, wie in alten Zeiten, war für ihnen angesagt. Naja, die sind ja auch noch weit vom 80er entfernt, meint ihr Kameramann. Führt euch, bis zum nächsten Mal.